Hallo, herzlich willkommen zum heutigen LiveNet-Talk. Weil aktuell in unserem Büro gerade ein bisschen Bauarbeiten sind, sind wir ein bisschen mehr on the road. Darum heute in Zofingen, allererstes Mal ein Talk, den wir in Zofingen produzieren. Das freut mich sehr. Wir sind hier durch die wunderbare Altstadt zur Praxis von der Susanna Erne. Und Susanna kennt ihr ja schon bestens. Und sie ist hier mit ihrer Praxis eben viel am Beraten und am Wirken für ihre Impulspraxis, die du da führst. Susanna, freut mich sehr, dass wir heute einmal dürfen in dein Reich sozusagen reinkommen. Ja, danke schön, sind wir da. Genau. Wir haben ein Thema für heute gewählt, das mit dieser Münze zu tun hat, oder mit diesem Bild, vielleicht, wo man sagen kann, von einer Münze. Eine Münze wird ja mit enormem Druck so prägt, dass sie so ist, wie sie jetzt ist. Die da hier ist aus dem 97 und hat sich nicht verändert. Du ist immer noch, oder? Alles schön, die Konturen, alles bleiben, wie sie am Anfang geprägt worden sind. Und die Prägung bei uns Menschen, das ist das Thema, das wir heute werden ein bisschen beleuchten mit der Susanna Erne, die sich da auch stark damit befasst, ihre Beratungstätigkeit. Ja, was verstehen wir darunter, mal grundsätzlich eben unter Prägung, Susanna? Genau, wir Eltern prägen unsere Kinder. Wir prägen mit unseren Ansichten, mit unseren Werten, mit unseren Weltvorstellungen. Wie denken wir über Gesellschaft, über Politik? Wie leben wir es zusammen sein? Wie leben wir die Ehe? Wie leben wir es miteinander mit den Kindern? Wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir miteinander? Tun wir reden? Oder tun wir nicht reden? Es gibt Familien, die haben praktisch keine Kommunikation. Die reden mit Blicken, die reden mit Zetteln aneinander schreiben. Das ist das, was wir prägen. Wir prägen aber auch, wie gehen wir um mit Fehlern, mit Versagen. Wie gehen wir um mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen. Das sind alles Sachen, die unsere Eltern uns prägen. Was ist auch wichtig? Was sind Prioritäten? Ist Arbeiten mega wichtig? Ist Geld sehr wichtig? Ist das Miteinander wichtig? Alle diese Sachen nehmen wir so mit und vieles ganz unbewusst. Und Eltern prägen aufgrund von ihrer eigenen Prägung. Oft unbewusst geben wir das weiter. Und so, wenn wir das Kind auch verletzen können, ist es oft so, dass die Eltern selber verletzt worden sind. Aber wir nehmen auch ganz viel Schönes mit und ins Erwachsenenalter. Genau. Mhm. Das ist die Prägung. Ja. Und das ist ja, eben wie ich jetzt vorher bei diesem Bild gesagt habe, von der Münze, schon so, dass es stark näher in uns angelegt ist, in uns fast einbrennt zum Teil. Oder? Gewisse Sachen, die eben im Elternhaus so mitgegeben worden sind oder wo immer jemand aufwächst. Oder? Mhm. Die wachsen nicht klassisch in einem Elternhaus sogar auf. Das ist noch einmal wiederum anders vor der Prägung. Wie ist das überhaupt möglich, dort hier etwas zu verändern? Mhm. Also Prägung ist wichtig, dass wir dort reflektieren. Was hat mich geprägt und wie bin ich geprägt? Das heisst zum Beispiel, mein Papa hat sehr viel geschafft und ich bin mir dem bewusst. Finanzen war immer wichtig. Und jetzt, wenn ich das nicht selber reflektiere, kann es sein, dass ich das automatisch gleich lebe, weil ich das gelernt habe. Als Mann macht man das so. Aber wenn ich es reflektiere, kann ich mir überlegen, will ich das? Will ich das auch so machen oder nicht? Stimmt das für meinen Partner auch oder nicht? Oder will ich mehr Zeit investieren in meine Familie? Ist mir das wichtiger? Und habe vielleicht aber auch weniger Finanzen? Also wesentlich ist, dass ich meine Prägung reflektiere und dass ich mir überlege, warum bin ich so, wie ich bin? Warum mache ich das so, wie ich es mache? Und das ist schon mal der erste Schritt, um Sachen reflektieren und auch verändern. Und schwieriger wird es aber mit dem Verändern von Emotionen und Verhaltensweisen, die uns oft so im Alltag Schwierigkeiten bereiten. Das sind so die Prägungen, die sehr unbewusst sind. Und das sind oft Prägungen so im Alter von 0 bis 6 Jahren, wo wir ganz starke Emotionen gespeichert haben, starke Erinnerungen. Und da einen Zugang finden, das ist viel, viel schwieriger. Ja, das ist die Herausforderung auch, oder? Ja. In der Beratungstätigkeit, ja, nehme ich an, mit diesen Leuten. Ja. Wenn man dort hier kann vorstossen sozusagen zu diesen Regionen, oder? Wo es eben zu Emotionalen, was ist dort noch gespeichert? Ja, genau. Aber das ist möglich, dass das auch heil werden kann, so, in den Emotionalen. Ja, genau. Also wir haben so einen Ansatz in der körperzentrierten Psychotherapie, wo wir mit Körperarbeit arbeiten,
Weil der Mensch hat nicht nur ein Schmerzgedächtnis, auch ein Körpergedächtnis. Und da werden viele Erinnerungen und Emotionen abgespeichert, die dann im Erwachsenenalter halt immer wieder angetriggert werden, also angestoßen werden, aktiviert werden. Und das könnte ganz starke Gefühle sein. Wut, ohnmächtige Wut oder Ohnmachtsgefühl oder grosse Ängste. Und wir sind uns sicher, es ist, die jetzige Situation ist so prekär. Aber in Wirklichkeit ist sie nicht so, sondern es sind Erinnerungen von meiner Kindheit, wo ich halt einfach keinen Zugang habe. Weil ein Kind mit 3 Jahren zum Beispiel, wo angebunden worden ist im Spitalbettli, wo sehr, sehr schwer verletzt war, wie er mir einmal erzählt hat, der hat keinen Zugang gehabt, das können kognitiv verarbeiten. Warum bin ich angebunden? Warum bin ich in der Nacht allein? Wo ist meine Mami? Kommt sie wieder? Das ist einfach eine riesige Ohnmacht, keine Wirksamkeit, unglaubliche Angst, Verlustangst. Und die sind einfach gespeichert. Und das Mami und Papa haben die Aufgabe, Kinder können wie helfen, mit ihren Emotionen wieder zur Ruhe zu kommen. Und das können wir als Erwachsene, aber das Kind kann das nicht, weil es nicht einordnen kann. Und das ist das, was so herausfordernd ist. Und dann können wir in der Praxis eine Körperübung machen, zum Beispiel, wenn jemand kommt mit starken Emotionen und sagt, ich habe immer Angst oder ich reagiere oft mit Wut am Arbeitsplatz, dann können wir ein konkretes Beispiel anschauen, tun das im Körper verstärken, probieren darzustellen mit dem Körper und dann fragen wir, kommt euer Bild in den Sinn als Kind, so im Alter von 5 und 6 Jahren, und bei jedem kommt ein Bild auf. Bei jedem, weil das ist gespeichert. Und danach kommt vielleicht das Bild mir in 10 Jahren genau, wo ich das erste Mal in den Kindergarten bin, dort habe ich mich so verloren gefühlt. Und ich hatte keinen Plan. Und dann können wir dann schauen, okay, was ist heute, wenn die Ohnmacht kommt? Sind wir immer noch allein? Sind wir immer noch ohnmächtig und haben keine Idee, wie kann ich reagieren? Und dann müssen sie sagen, mal, ich kann jemanden um Hilfe fragen, ich kann den Arbeitgeber fragen, ich kann einen Kollegen fragen, ich kann eine Fachperson fragen. Also Ohnmacht stimmt in dem Moment nicht mehr. Und dann können wir auch von den Emotionen korrigieren und schauen, okay, was kann ich machen und wie fühlt sich das an? Und das Körpergedächtnis neu stärken. Das mache ich auch viel mit Leuten mit Depressionen oder so schweren Sachen. So Sport machen, ins Fitness gehen und so das Körpergedächtnis neu speichern. Also mit dieser Kraft, mit dieser Power und nicht mehr das Ohnmacht und das Gefühl. Mhm. Und okay, das ist wesentlich, das hilft, sich daran zu erinnern. Ja. Ich habe mir gerade jetzt die Frage gestellt, wie ich mich da könnte, an so Situationen erinnern könnte. Wir finden es schon noch gleich relativ schwierig. Mit 5, 6 sind, ja. Ja, dann kommen noch Sachen in Sinn, wo irgendwie mal auf einem Ausflug und dann habe ich irgendwie nicht ein WC gefunden zur rechten Zeit, wo habe mich mega geschämt, oder? Weil etwas in der Hose gesehen ist. Also das können wir jetzt zum Beispiel sehen. Keine Ahnung, ob jetzt das eine weitere Bedeutung hat. Ich glaube, die Eltern sind ja gut damit umgegangen. Mhm. Aber ist das so, dass du sagst, alle haben dort Erinnerungen? Ja. Nicht nur jetzt Leute, die spezifisch negativ geprägt sind? Mhm. So. Ja, allen kommt etwas in Sinn. Ja. Also wir machen dann so eine Lebenslinie, wo die Menschen wirklich aufzeichnen, so Höchst und Tiefst vom Leben. Und ich sage immer, es ist wichtig, wir fangen 9 Monate vor der Geburt an. Eine Frau kam mit ständigen Panikattacken, wo sie immer Angst hatte, das Leben zu verlieren. Und sie hat keinen Zugang gehabt. Dann habe ich gesagt, soll ich mal die Mami fragen, was war in den 9 Monaten während der Schwangerschaft, Geburt und so. Und dann hat sie das erste Mal erfahren, dass sie um ihr Leben gekämpft haben bei der Geburt, dass sie stecken geblieben ist im Becken. Zu wenig Sauerstoff gehabt, das Kind hat gekämpft ums Überleben. Und heute zu verstehen, das kann ein Ursprung sein für meine Angst um mein Leben, weil das so in meinem Körpergedächtnis gespeichert ist, hilft ihr heute zu sagen, hey, die Zeit ist vorbei. Sie hat eine Erklärung dazu und sie kann sich selber regulieren und beruhigen, zum Beispiel mit der Atmung, mit Zählen und wieder oben runterkommen. Mhm. Okay. Und darum, wir können auch die Personen fragen, du, was war in meinem Leben? Mutter, Vater, Geschwister, die Tante, Onkel, wenn die Eltern nicht mehr da sind. Und einfach so ein bisschen erfahren, was ist in meinem Leben passiert. Mhm. Aber so Bilder, kommt dann auch nicht darauf an, ist es jetzt genau das Bild, das stimmt zu meinem Gefühl. Wichtig ist, dass ich einfach wie ein Bild dazu habe, wo ich den Erwachsenen und den Kleinen miteinander vergleichen und sagen, was hat da gestimmt und was stimmt heute. Und oft stimmen die Emotionen nicht mehr. Dann können wir sie korrigieren.
Wow, das ist auch wirklich Arbeit. Also, ja, ist Arbeit, aber unglaublich spannend und für die Leute befreiend. Einfach können verstehen, warum reagiere ich immer so unglaublich emotional. Es stimmt ja gar nicht mehr heute. Und jetzt geht es auf verschiedene so Lebensbereiche. Auch, ja, Beispiel, wo du das dann kannst eben, analysieren kannst. Warum streite ich so? Warum, ja, oder der Ordnungssinn, den jemand hat. Oder? Das, ja, das kann alles von so Prägungen her kommen. Eigentlich, oder? Ja. Ja, ja, ich bringe gerne ein Beispiel. Mir kommt gerade eine Frau in den Sinn und ein Mann, die gekommen sind, eigentlich, sie wollen sich trennen. Sie schaffen das nicht zum Streiten. Sie haben so heftige Streit, sie finden keine Lösungen. Aber sie haben einander so lieb, sie wollen nicht auseinandergehen, bevor sie nicht die Chance genutzt haben, und noch schauen, gibt es irgendwelche Hilfe. Und dann hat er ihr erklärt oder mir erklärt, sie läuft immer davon in den Konflikt. Und wir können es nie klären. Sie läuft einfach davon und sie schließt sich im Badzimmer ein. Und sie hat gesagt, er wird laut und ich fühle mich so bedroht und er kommt mir immer hin und nachher. Ich muss mich einschliessen, wir können nicht miteinander kommunizieren. Und dann habe ich beide gefragt, wie haben ihr daheim gestritten, wie haben eure Eltern gestritten. Und dann hat die junge Frau mir erzählt, ihr Papa war alkoholabhängig, hat sehr viel geschrauen, hat auch geschlagen. Die Mami und sie sind eigentlich geflohen, sie mussten sich verstecken, weil sie Angst hatten. Darum, wenn er laut wird, kriegt sie Angst, sie kriegt Panik und darum schließt sie sich ein, bringt sich in die Sicherheit. Und er hat erzählt, seine Mami hat ihn verloren, als er 6 Jahre alt war. Sie ist weggegangen von der Familie. Er hat immer Angst, seine Frau zu verlieren. Darum geht er ihr immer hin. Er hat immer Angst, sie geht aus der Beziehung raus. Er will connecten weiterhin. Er will connecten und sie fühlt sich bedroht. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist die Lösung? Und sie hat gesagt, ich brauche einfach Raum. Und er hat gesagt, okay, ich gebe dir den Raum, aber sie kommt selber wieder zurück. Also wenn sie sagt, okay, ich brauche Zeit, ich brauche Raum, darf sie gehen. Und es ist okay, er geht ihr nicht hin, weil er weiß, was er in ihr auslöst. Aber sie kommt selber zurück, sonst ist er ja gleich immer im Gefühl, ich muss gleich wieder schauen und ihr nachgehen. Ja. Und so haben sie es lösen und sie sind einmal nie wieder und haben geschrieben, es geht super und sie können es jetzt verstehen und haben eine gute Lösung gefunden. Das sind so die schönen, ja, Beispiele, wo es sich einfach lohnt, zum verstehen. Wie ist meine, ja, Prägung, meine Geschichte? Das ist mega spannend. Also, ja. Ich habe mich auch stark damit selber auseinandergesetzt, mhm, im Zusammenhang mit der Scheidung bei meinen Eltern. Oder? Das ist zwar erst gekommen, wo ich schon fast erwachsen war, wo es auseinandergegangen ist, aber gleich hast du ja dann auch Sachen erkannt, die eigentlich als Muster ist, in der Familie. Also, man hat zum Beispiel selten ein Wort gefunden, um das auszudrücken, dass man einen gern hat. Und das ist dann etwas, was ich auch gezielt eigentlich gesagt habe, das möchte ich dann einmal probieren, anders zu prägen, oder, in meiner Familie. Aber ich merke, es fällt mir heute noch manchmal schwer. Ja, du hast es gelernt. Ja. Ja, also, das ist wirklich etwas, das mit meiner Frau und so, abgesehen von Bindungsängsten und so Sachen, die vorher auch noch da waren, oder? Also, gerade so Scheidungen, denke ich, das ist auch, ja, etwas, was prägend ist. Aber eben, ich war dann schon deutlich älter gewesen. Mhm. Du hast vorher gesagt, Prägungen von ganz klein, aber. Ja. Ja. Und gleich nicht kommunizieren hast du auch schon gelernt, ja, oder? Und Verhaltensmuster hast du jetzt reflektiert und du sie jetzt verändern. Mhm. Und das sind mehr so die Ohnmachtsgefühle, die wir haben, die sehr starken Gefühle, wo du denkst, hey, das kann doch nicht stimmen, dass ich jetzt so stark reagiere in dieser Situation. Das, mhm, macht ja null Sinn. Immer die ganz starken Emotionen, die haben immer mit unserer Kindheit zu tun. Mhm. Oder vielleicht das Beispiel Ordnungssinn, das du erwähnt hast, kommt mir auch ein Paar in den Sinn, wo er gesagt hat, wir haben daheim immer ein Chaos. Meine Partnerin nimmt mich nicht ernst, sie lässt überall Zeug stehen. Es ist ihr nicht wichtig, dass mir Ordnung wichtig ist. Er hat sich total nicht verstanden gefühlt. Und sie hat erklärt, hey, ich bin so viel am Aufräumen, ich gebe mir so Mühe, ich finde, ich mache so gut und er sieht es einfach nicht. Und dann habe ich auch gesagt, erzähl mir eure Geschichte. Und sie kommt aus einem Messi-Haushalt. Sie ist sich gewöhnt, Chaos. Und das, was sie schafft daheim, ist perfekt. Er kommt aus einem Anwaltshaushalt, wo jeder Gegenstand am richtigen Ort steht. Das heisst nicht, dass es bei allen so ist, aber wirklich sehr geordnet. Mhm. Es steht nichts einfach, es liegt nichts einfach rum. Und ihm ist das aufgefallen, jedes Glas, das sie einfach auf dem Tisch am Abend stehen hat, sie hat das gerne gesehen. Und das können verstehen, die Leistung, die sie bringt, aber auch
ihn können verstehen, auch ihm fällt das einfach alles auf, was ich rumstehen lasse. Hat beiden geholfen, grosszügig sind miteinander und sind es auch können lösen. Haben sie es geschafft? Also. Ja. Einfach können verstehen, es ist nicht böse gemeint. Ja. Oder er hat gemeint, du nimmst mich nicht ernst. Mhm. Und er hat gemerkt, wow, wie ernst nimmt sie mich, sie gibt sich dermaßen Mühe. Mhm. Und darum war es für ihn dann absolut gut gewesen. Ja. Also beide haben recht gehabt, oder? Ja. Okay. Du hast mir auch so auf den Weg noch so das Stichwort von Lebenslügen, wo man dann manchmal dran festhält oder wo man glaubt. Mhm. Was sind das für Beispiele? Mhm. Zum Beispiel, ich bin nicht wichtig, ich bin wertlos oder ich werde nicht gesehen, ich kann nichts bestimmen, ich habe keine Wirksamkeit bis hin zu, ich habe keine Selbstführung, weil es nützt ja eh nichts, wenn ich etwas mache, man hat eh einfach über mich hinweg bestimmt. Oder das Paar, das mir erklärt hat, sie haben auch Mühe gehabt im Zusammenleben von ihren Reaktionen her. Der Mann hatte einen Papa, der einen Lieblingssohn hatte. Und ich tue die Beispiele alle so ein bisschen abändern, dass sie nicht können, eins zu eins übernommen werden. Einfach zum Schutz der Klienten. Aber er hatte einen Papa, der einen Lieblingssohn hatte. Und er ist eigentlich nie gesehen worden. Man war gerne nicht interessiert an ihm, wie er denkt, was ihm wichtig ist. Und er hat sich immer zurückgenommen und das Gefühl gehabt, ich bin nicht wichtig, ich bin wertlos. Er hat jetzt eine Partnerin, die sehr viel kritisiert an ihm, die sehr viel ein bisschen rumnörgelt und ständig etwas korrigiert. Und er hat wieder das Gefühl, ich genüge nicht und er geht auf Rückzug. Und sie kommt aus einer Familie, die sehr gross ist, wo sie eigentlich nicht gesehen worden ist, mit diesen vielen, vielen Kindern und Landwirt, also Haufen Arbeit. Und er reagiert mit Rückzug. Und er sieht sie dann nicht. Hm. Und ihr wäre so wichtig, gemeinsame Zeit, aber er schafft das nicht, weil er das Gefühl hat, ich bin eh nicht gut. Und dann haben sie einander erzählen, was ist meine Lebenslüge, die ich mitgenommen habe. Ich bin nicht wichtig oder ich werde nicht gesehen. Und sie haben beide korrigieren, erklären. Und sie hat gesagt, okay, ich bemühe mich, ihren Klären sehr kritisch zu sein in meiner Familie. Man hat immer über alle kritisiert. Ich will das Lernen verändern, weil ich weiß, was ich in dir auslöse. Und er hat gesagt, und ich möchte bewusst mehr Zeit mit dir verbringen. Wollte ich ja eigentlich auch, wenn ich weiß, dass du mich annimmst. Aber wenn ich das Gefühl habe, du nimmst mich nicht an, dann tut es so weh, dann gehe ich auf Rückzug. Ja. Und auch sie sind jetzt da das am Antrainieren. Jetzt bin ich gespannt, nächstes Mal, was sie erzählen, ob sie es können besser umsetzen. Ja, cool. Ja, aber jetzt haben wir da ein paar so Beispiele gehört aus dem Alltag, wo du mitbekommst von Menschen, die eben dort herschauen wollen, die wirklich reflektieren, was ist denn da bei mir eigentlich drin, warum verhalte ich mich heute so, wie ich mich verhalte. Mhm. Aber wir möchten euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gerne auch ansprechen, vielleicht ein bisschen herausfordern. Und zwar, Susanna, du hast dir überlegt, auch, was man hier dem Publikum so wie mitgeben könnte, auch zur eigenen Reflexion. Was würde sich da anbieten? Ja, genau. Ich mache dir den Vorschlag, zeichne einmal deine Lebenslinie auf. Was sind Höchst und Tiefst in meinem Leben? Frage mal nachher bei Verwandten, bei Bekannten, bei deinen Eltern, was war in meinem Leben, das ich vielleicht gerne noch nicht weiss, an sehr schönem, aber auch an schwierigem. Und rede mal mit deinen Freunden darüber, wer ist deine Mama, wer ist dein Papa, was hast du übernommen? Vielleicht ganz unbewusst, ich glaube, da gehen ein paar Lämpchen auf. Und aber auch zu reflektieren, gibt es Sachen, die ich verändern will, die ich eigentlich gerne zu gut finde, jetzt, wo ich es mir bewusst werde. Und das sind so die Sachen, die auch schön sind. Und vor allem dort, wo unsere tiefsten Punkte sind in unserem Leben, dort sind auch unsere grössten Ressourcen. Weil dort sind wir kompetent, wir wissen, wie es sich anfühlt. Und wir haben irgendwann Strategien gefunden, darauf zu reagieren. Und mit dem können wir andere Menschen ermutigen. Das sind auch unsere sensibelsten Orte. Und darum ist wichtig, dass gerade unsere Partner, die uns so nahe sind, dass sie die kennen, dass sie nicht ständig die Triggerpunkte drücken, sondern ein bisschen achtsam können sein. Und dann ist es richtig spannend und gut. Super, sehr spannend war, das Thema der Prägungen mal reinzugehen. Nehmen wir nochmal den Fünf-Lieber vor. Das ist ein Bild, das glaube ich, sehr gut illustriert, einfach mit dieser Münze. Könnt ihr auch einmal die Münze anschauen oder euch ein bisschen überlegen, ja, wie ist das bei mir mit diesen Prägungen? Und gleich haben wir jetzt gelernt, es ist nicht irgendwie das letzte Wort gesprochen, wenn die Prägung so ist. Man kann es anschauen, man kann einmal, sich da auf den Weg machen, was ist da genau, was macht das emotional mit mir und wie kann ich da gleich auch wie neue Wege
prägen. Ich sage jetzt auch das Wort bewusst. Genau. Merci vielmals, Susanna, für das Gespräch, das wir führen durften. Und wir werden schon gleich einen weiteren Talk machen, wo wir wieder ein Thema vertiefen aus der Beratungstätigkeit, aus dem Leben, Beziehung. Wir hatten schon Familie mit Vision. Werden über, als nächstes kannst du einen Teaser machen, darüber reden, über Paarbeziehung mit Vision. Was heisst das, wenn man träumt als Pärchen und da Spannung reinbringt? So, ja, dass es knistert weiterhin und spannend bleibt. Also, es lohnt sich, auf unserem Kanal gängig dabei zu bleiben. Nächsten Tag mit der Susanna wird es schon den Sommer noch geben. Merci vielmals für euer Interesse und bis gleich. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.